Alter. Alter, das Spiel ist cool. Ah, der rote Strich zeigt mir an, wo ihr könnt Menschen auf euch befehlen, auf den Boden zu springen. Okay, Menschen fallen lassen. Okay, gut zu wissen. Hinter diesen Mauern wimmelt es von Trollen. Nehmt eure Menschen und macht den Weg zum Nachbardorf frei. Weiht den Altar dort um, damit dieses Gebiet unter der Herrschaft der Dunkelheit steht. Okay, nehmen wir die mal mit. Hinter welchen Mauern? Hinter den Mauern anscheinend. Erstmal nehme ich noch ein paar mit. Na, komm mal ein bisschen schneller hier. So. Und die kann man auch noch mitnehmen. Passen die überhaupt noch drauf? Tatsache. Huch! Wollte ich nicht. Ach, wie geil. So, haben wir hier hinten was zum Lesen? Anscheinend nicht. Nein, du kommst nicht mehr, das kannst du vergessen. Da kann man was lesen. Alter. Wie viele... Das sieht aus, als ob ich von Ameisen befallen bin. Nachforschen, was haben wir denn hier? Die neuen Götter. Die neuen Götter erhoben sich, als der Glaube der Menschen zurückkehrte. Nun zehren sie von der Macht, denn ohne die Furcht und die Gebete der Menschheit verblassen sie zu einem Traum. Okay. Ach, weiter reicht das Gebiet gar nicht? Das ist ja doof. Naja, okay, gehen wir mal hinter die Mauer. Oder gucken erstmal, was da oben noch ist. Da haben wir noch was zum Lesen. Beziehungsweise eine Truhe. Der des Sockelns Schwert, roh. Behauene Feuersteinklinge mit Sehnengriff. Ich habe jetzt keine Ahnung. Nehme ich mal mit. Vielleicht ist es gut, vielleicht auch nicht, aber erstmal behalte ich mein Schwert, was ich jetzt so gerade habe. Und dann wollen wir mal jetzt gucken. Helfen die jetzt eigentlich mit gerade, oder? Schnauze! So. Haben die jetzt mitgeholfen, oder? Ach so, war Essen, okay. Dann. Ach cool, die schießen von meinem Rücken. Das ist ja geil. Okay, dann einmal hier. Ein Kombo-Angriff. Und wir kriegen auch langsam ein bisschen Erfahrung. Das ist auch ganz gut. Der lebt ja immer noch. Okay. Dann steigt mal auf meinen Rücken. Wie ist das jetzt eigentlich? Ist der Altar jetzt dann eigentlich auch für die von der Leere Dunkelheit oder hat er in seiner eigenen Welt seinen eigenen Altar? Alter, ich... So. Bam. Bam. Und du auch. Keiner wird hier vergessen. Alter, wie das auch aussieht, wenn die ihre Pfeile von meinem Rücken runterschießen. So. Ich bin der Beschützer der Menschheit. Da muss ich jetzt... Wenn ihr feindliche Menschen zerstampft, tötet ihr auch solche, die euch erklettert haben. Ach, wie cool. Ja! Die Menschen töten sich gegenseitig. Okay, dann krabbelt man wieder auf meinen Rücken. Alter, wie das auch aussieht. Krasser Scheiß. Da haben wir eine Truhe. Vielleicht ist da eine coole Waffe drin.
Schwertruhe. Verkaufen. So, brauche ich nicht. Alter, ich kann die alle mitnehmen. Habe ich überhaupt so viel Platz auf meinem Rücken? Ach, mehr geht nicht. Okay. Wir haben schon die maximale Anzahl an Menschen auf unserem Rücken. So, dann macht mal hier ein Gemetzel. Okay, einmal den Altar hier. Ja, jetzt mach doch mal hier. Was wird denn das? Wir brauchen ja ewig. Den Altar entweihen, bitte. Okay. Stirb! Sehr schön. Und alles unterliegt der Dunkelheit. Gut, ihr habt beide Altäre umgeweiht und die Region so unter die Herrschaft der Dunkelheit gebracht. So, dann nehmen wir die mal wieder mit. Wollt ihr auch noch mit, oder? Ah ja, ein paar gehen noch. Alter, ich sehe... Alter, wie das auch aussieht. Da hinten haben wir noch eine Truhe. Die lese ich mir natürlich mal durch. Nicht durch. Die gucke ich mir natürlich mal an. So, was haben wir denn da? Ein Beil. Macht plus 5. Komm, nehmen wir mal. Jetzt laufen wir halt mit einer Axt rum. Ich bin eigentlich eher so der Zweihandschwertkämpfer. Und jetzt schauen wir mal, was wir da oben noch Feines haben. Grimhorn-Gipfel. Im Heiligtum könnt ihr die besten Chaos der Welt ansehen. Gut, ich glaube nicht, dass wir im Let's Play jetzt unbedingt eine Gottheit werden, aber ich gebe mir natürlich alle Mühe, das in 5 Folgen zu schaffen. Nein, es werden natürlich mehr als 5 Folgen. Wie viele, weiß ich nicht. Ob das Spiel, aber ich glaube, das Spiel hat gar kein Ende. Oder ist das jetzt... Hat der Story-Modus hier ein Ende oder ist der unendlich? Naja, werden wir ja alles sehen. Entdeckt Grimhorn-Gipfel. Und wir haben die Menschen nicht mehr dabei. Die Trolle haben hier primitive Schreine errichtet, um den Titanen anzubeten. Die Schreine markieren Orte der Macht, die den Gott stärken, der sie beanspruchen kann. Ein solcher Schrein befindet sich voraus, zerstört ihn und errichtet stattdessen mir einen Schrein. Jawohl, meine Göttin, werde ich tun. Ja, sieht schon geil aus, muss man schon sagen. Wie viel Seelen habe ich jetzt eigentlich? 1400 irgendwas. Inventar. Ich muss mal kurz gucken, kann ich mir vielleicht eine bessere Rüstung kaufen? Ah ne, Rüstung ist schon gut, die ich habe. Aber Armschutz, ein besserer Armschutz, der wäre natürlich nicht schlecht. 1440 verstärkt. Oder waren das Handschuhe? Wo waren Handschuhe? Wo gab's doch Handschuhe? Dann war es eben doch der Armschutz. Naja, egal. Nee. 2000 ist eh zu teuer. Ich spar dann doch lieber noch ein bisschen. So, einmal hier die Spasti-Trolle wegmachen. Was für ein Gemetzel! Ach, so ein blöder Typ des Lichts, das ist ja unglaublich.
Aua! Lass das! So. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hinlaufen? Das ist ja gerade so riesig. Wahrscheinlich muss ich irgendwie da oben hin. Aber da hinten kann man noch was lesen. Dann lese ich mir das natürlich erstmal durch. Ja, bringt ja viel. Kann ich das hier essen? Leider nicht, schade. Nachforschen. Schreine. Die Menschen lernten, den Titanen zu verehren und errichteten grobe Steinsäulen an den alten heiligen Städten. Dort erbrachten sie Blutopfer, um ihn und seine Trollbrut gnädig zu stimmen. Dieser verkackte Titaner, dem werde ich mal so ordentlich mal in den Arsch treten. Was fällt dem überhaupt ein? Wo geht's denn hier überall hin? Da hinten kann man noch was lesen. Ich guck mich erst immer gerne ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Entdeckt Höllenherz. Katakomben. Das erste Volk hinterließ großartige Torbögen und Geheimkammern in der Welt. Ihre titanischen Katakomben voller Gerümpel und Gefahren durchziehen den Stein unter den Bergen. Okay, kann ich da rein oder? Ah, okay. Das kann man also schon alles betreten. Ach, da hinten, jetzt sehe ich das rote Licht auch. Das ist natürlich super. Wer bist du denn? Aua! Hallo? Bleib da stehen! Schnauze! Was geht mit dem? Was war das? Komisches Vieh, also bitte. Erobert den Schrein. Vorher gucke ich mir natürlich noch diese Truhe an. Was ist das denn? Des Sockelns Obsidianschwert. Plus 4. Verwenden. Geil. Mit Knochen als Griff, das ist natürlich auch cool. Langsam werden wir immer stärker. So, jetzt aber... Na, jetzt stirb. Der haut immer ab. Aua! Und dann explodiert er auch noch neben mir. Also sowas Gemeines, also bitte. Nachforschen. Was haben wir denn hier? Aufgestiegene Helden, vor allem was lebt, können nur die Chaos aufsteigen. Sie sterben in einer Welt und entstehen in einer anderen wieder. Auf. Jeder aufgestiegene Held wird zum Kämpfer in der Kampagne, einem endlosen Konflikt zwischen den Göttern und den zahlenlosen Dimensionen. Okay, also das Spiel hat anscheinend kein Ende. Und wir gucken mal hier, was wir da Schönes in der Truhe haben. Ein hässlicher Helm, den verkaufe ich mal. Obwohl, Moment, der macht plus 6. So, jetzt haben wir mal einen neuen Helm. Ist ja auch mal was Feines. Kann ich später bestimmt auch wieder verkaufen. Aber vorher metzeln wir erstmal hier ein paar Trolle. So, das waren alle, oder? Mal 2 Seelenbonus. Nein, das sind Grüne. Welle 1, was? Ich zerstöre euer Hab und Gut. Alter, was geht denn ab? Bam. Haben die hier nicht einen Altar oder sowas? Alter. Wieso kann ich den Altar nicht entweihen? Aua! Lass mich! Du Drecksvieh! So, wir sind jetzt Stufe 4. Dorfaltar entweihen. Dann machen wir das nochmal.
Ihr seid nun mein. Das war wahrscheinlich eh der falsche Altar. Wir sollen ja den einen Schrein erobern. Wow, einer sitzt auf meinem Rücken. Na, so viele leben ja jetzt nicht mehr. Okay, ja, wir haben hier fast alles zerstört. Das tut mir natürlich leid, aber jetzt wollte ich die Truhe angucken. Plus 31, geil. Verwenden. Ich habe da einen Pfeil noch in meinem Rücken stecken. Wo? Na, jetzt geh doch mal da durch. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier? Wo geht's denn hier hin? Nirgends. Das ist ja natürlich fantastisch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, kann ich hier noch ein paar einsammeln, oder? Nee, das sind alles bloß noch die Unterwäscheträger. Das ist natürlich super. So, einmal hier durchsprinten und dann gucken wir mal da hinten. Da haben wir auch noch eine Truhe und dann werden wir uns dann auch gleich mal zu dem Schrein begeben. Der Gipfelschrein. Welle 1, was? Wieso? Was habe ich gemacht? Wieso schwebt er da in der Luft? Alter Schwede. Lass mich. Oh nein, nicht zwei von diesen Viechern. Boah, hier geht's ab. Nein, ich will nicht sterben. So. Hau ab! So. Aua! Nein, lasst mich! Ich will mit euch nichts zu tun haben. Verwenden. Immerhin plus drei mehr. Ach du Scheiße. Okay, also man merkt schon, dass die Waffe stärker ist. Aua! Sterb! Mann! Wo ist überhaupt meine Gesundheit? Woher sehe ich das? Alter! Alter Finne! Du lebst ja immer noch. Verstärker erneuern. Angriffstempo Verstärker abgelaufen. Na super. Den muss ich natürlich kaufen. Schrein errichten. Zerstört den Schrein. Yeah. Ein Schrein der Dunkelheit. Schön. Das habe ich doch super gemacht, oder? War das jetzt hier die Stelle, wo ich überhaupt hin sollte? Oder war das was anderes? Weiß ich jetzt nicht. Ach komm. Stör mich nicht. Ich muss hier ein Let's Play kommentieren. Nein. Ach, das waren schon alle. Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch was. Und wir sind bald Stufe 5, wenn ich das richtig sehe. Nebelsenke entdeckt. Was willst du denn? Ich hab doch den Schrein erobert. Mann. Ach, den da oben soll ich erobern. Na, ist ja super. Ich muss jetzt auch bald eine Aufnahmepause machen.
weil ich muss schließlich noch zur Arbeit. Dann erobern wir eben nochmal schnell den Schrein hier oben. Ich hoffe, das geht fix. Besiegt die Bestie? Was? Aua! Was soll das? Au! Ach du Scheiße, wie soll ich die denn besiegen? Ich kann nicht sprinten! Na, das wird ja super werden. Funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Scheiße. Na, voll in die Fresse. Mann! Au! Fuss! Lass mich! Na, 7 zieht dem das bloß ab. Das ist nicht dein Ernst, oder? Okay, langsam. Au! Voll in die Fresse. Das war nicht gut. Stirb! Na, geil. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Lass mich! Lass das doch, Mann! Ich will doch nur spielen! Na, super. Okay, wir können's, wenn er mich jetzt nicht noch tausendmal trifft. Ach, Mann, immer in den Arsch. Okay. Nein! Mann, war das knapp. Okay, jetzt den Schrein errichten. Und noch ein Schrein der Dunkelheit. Sehr schön. Dieser Schrein ist nun der Dunkelheit geweiht. Wenn ihr Schreine einnehmt, vergrößert ihr dadurch mein Herrschaftsgebiet. Unterwerft die gesamte Region der Dunkelheit, indem ihr alle verbleibenden Schreine und Altäre einnehmt. Okay, werde ich tun. Den Grimhorn-Gipfel haben wir umgeweiht in die Dunkelheit. Und ich würde sagen, ihr habt alle Schreine und Altäre in der Gegend eingenommen und das Gebiet für die Dunkelheit reklamiert. Wenn ihr auf Territorium der Dunkelheit kämpft, erhöht dies eure Macht im Kampf. Je mehr Gebiete ihr beansprucht, desto mehr Kampagnenpunkte erhaltet ihr, wenn ihr aufsteigt. Vorsicht, die anderen Götter werden aufgestiegene Helden entsenden, um euch die Gebiete zu entreißen. Bitte was? Will ich nicht. Ist mein Gebiet. Okay, ich werde jetzt an dieser Stelle eine Aufnahmepause machen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, tschüss!